Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück hier bei unseren Angelsachsen. Und wir schauen hier auf einen jungen Mann, der euch bisher eher unbekannt sein sollte. Das ist Evrard de Bourgeon-Comte. Und ja, er scheint, so würde ich zumindest vermuten, das Ergebnis des inzestuösen Verhältnisses unserer ehemaligen Gemahlin, ihr erinnert euch an die Kaiserin Plaisance, die mit unserem ältesten Sohn ein entsprechendes inzestuöses Verhältnis hatte, und er scheint das Ergebnis des Ganzen zu sein. Er ist hier auch in Hausarrest tatsächlich von seinem Großvater, dem König von Westfranken, ist er eingesperrt, und man sieht es ihm jetzt rein äußerlich nicht an, aber ja, er verhält sich auch ein wenig komisch. Er scheint nicht so ganz auch mental und geistig auf der Höhe zu sein. Tatsächlich ist er unzüchtig. Ja, das kann dann das Ergebnis sein eines solchen Verhältnisses. Wir können ihn uns nochmal anschauen. Wie gesagt, Evrard de Bourgeon-Comte ist sein Name. Seine Mutter ist Plaisance von Westfranken. Und tatsächlich ist, jetzt habe ich gerade, der ehemalige König Angelbert ist sein Großvater. Es könnte sein, dass es sein, genau, das ist sein Onkel, der jetzige König. Er ist 10 Jahre alt, das kommt ungefähr hin. Der erste Sohn, den wir mit, oder den unser Kaiser Nikolaus mit seiner neuen Gemahlin hatte, der ist mittlerweile 12 Jahre alt. Also das kommt hin. Er ist zwar wunderschön und auch sehr robust, aber eben inzüchtig. Und tatsächlich ist das auch ein schwerer Gesundheitsmalus, der vererbt werden kann. Nun ja, das arme Kind, es kann nichts für die Sünden seiner Eltern, aber das ist jetzt das Dasein, was er fristen muss. Aber unser Kaiser wendet sich jetzt einmal aktuelleren Themen zu, denn seine beiden ältesten Söhne, unter anderem eben auch Prinz Onlaf, ist jetzt mittlerweile 12 Jahre alt, und da geht es dann doch auch darum, sich darum zu kümmern, dass hier eine entsprechende Partie gefunden wird für diesen jungen Mann. Und da hat unser Kaiser mal ja hier seinen Ratskanzler und seinen besten Freund. Er ist ja zuletzt sein bester Freund geworden, interessanterweise, und kaum etwas passt besser zu unserem Nikolas, ist er sein bester Freund geworden. Hier sein Ratskanzler Barnim, weil er ihm einiges an Arbeit abgenommen hat. Ihn hat auf jeden Fall losgeschickt, um mal nach guten Partien für seine Söhne zu suchen. Und da sind diese jungen Damen dann unter anderem mit auf das Tableau gekommen. Das ist die Prinzessin Beat Gifu. Sie ist die Tochter des Königs der Bretagne, der ein Vasall unseres Nikolas ist, der auch ein Mächtiger des Reiches ist, allerdings ja relativ wenig Berücksichtigung findet. Und von daher ist das doch auch jetzt rein diplomatisch eine ganz gute Partie, um dann eben auch hier diesen König und eben dieses Königreich der Bretagne wieder stärker an unseren Kaiser zu binden. Und das Ganze ist für unseren Onlaf, der ja dann auch zukünftiger König von England sein wird, natürlich auch Kaiser, und der eben auch hier Wessex, das Herzogtum, erben wird. Ja, es ist eine Partie, die ihm in relativer Nachbarschaft noch ganz gute Verbindungen bescheren wird. Also diese junge Prinzessin, sie ist außerdem eine Amazone, also auch körperlich ganz sehr robust. Das macht sich vielleicht mit den 5 Jahren auch schon bemerkbar. Hier werden wir mal eine Heirat arrangieren, und zwar mit unserem Sohn Prinz Onlaf. Das ist sehr prestigeträchtig für beide. Das Ganze wird angenommen werden, und damit werden wir diesen Vorschlag hier abschicken. Dann haben wir auch unseren zweiten Sohn, der ja zuletzt hier, naja, zumindest den Titel, auch wenn er selber natürlich noch nicht herrscht, aber den Titel des Herzogs von Northumbria bekommen hat, Prinz Elfwald. Und auch er könnte mit seinen 8 Jahren schon mal verlobt werden. Und da gibt es noch mal eine ganz interessante Partie. Diese junge Dame hier, Prinzessin Mairi Ach Orson, oder wie sie hier heißt, Mairi Sigurd Andrews, das ist das Haus, aus dem sie ist. Sie ist die Tochter und tatsächlich auch bisher einzige Tochter des Königs vom Piktenland. Dennoch ist sie hier nicht Haupterbin, denn es gibt noch einen Bruder, der hier Haupterbe wäre. Aber dadurch, dass unser Sohn Elfwald ja hier oben in Northumbria herrscht, ist auch die Verbindung hier ins Königreich des Piktenlandes eigentlich eine sehr, sehr
gute Verbindung. Und von daher werden wir auch hier mal anfragen und werden dann, wo ist er denn? Genau, Prinz Elfwald, ihn hier als zukünftigen Gemahlen vorschlagen. Ja, auch das ist etwas, was offensichtlich angenommen werden wird. Und eine standesgemäße und perspektivisch und auch aus diplomatischer Sicht sicherlich gute Vermählung für unsere Söhne. Ja, ansonsten kann sich unser Kaiser eigentlich ganz gut zurücklehnen. Er ist momentan noch dabei, hier König Koll nochmal etwas zu beeinflussen und auch hier Herzog Zacharia. Beim König Koll ist es eigentlich schon fast nicht mehr erforderlich. Ich bin der Meinung, er sei auch Teil hier dieser Fraktion gewesen, dieser Unabhängigkeitsfraktion, in der jetzt tatsächlich Herzog Zacharia II. Von Barcelona als einziger noch übrig ist. Gut, entsprechend wird unser Kaiser da auch nicht mehr tun als nötig und wird das hier aufgeben und wird dann nur noch einen Briefwechsel hier ins entfernte Barcelona pflegen. Ansonsten kann er sich eigentlich wieder ganz gut zurücklehnen in seiner Faulheit und kann sein Dasein als Kaiser genießen. Eine Sache, er ist relativ angespannt. Wir können mal schauen auf die Entscheidung, ob er da die Möglichkeit hat, sich dem Alkohol zu ergeben. Naja, vielleicht jetzt, wenn dann die Verlöbnisse oder die Rückmeldung da sind bezüglich der Verlöbnisse seiner Söhne, dann kann man ja mal durchaus zu einem Krug Würzwein greifen. Und naja, wenn man sich dann dem Alkohol gegenüber nicht ganz so unter Kontrolle hat, wie es bei unserem Nikolas der Fall ist, dann wird es vielleicht auch ein Becher mehr. Es ist immer dasselbe. Der letzte Becher, der war schlecht. So, hier kommt schon die erste Rückmeldung. Das hier ist irgendwie in letzter Zeit öfter. Das wird sich gleich wieder zurückändern, dass unser Kaiser hier wieder Dynastieoberhaupt ist. Auf jeden Fall hat hier König Etheric schon mal diesem Verlöbnis zugestimmt. Sehr schön. Und genau das gleiche macht auch König Orsin vom Piktenland. Sehr, sehr gut. So, hier, wie angesprochen, ist das alles wieder berichtigt. Und ich denke, dann kann unten das Kaiser hier vielleicht durchaus mal den Humpen. Er hat da ja extra auch einen Becher anfertigen lassen. Nüchtern sein heißt leiden. Nun ja, ich glaube, unser Kaiser, er leidet nicht. 38 Anspannung, das ist in der Tat auch nicht so viel. Und unser Sohn lernt jetzt Vulgärdockisch. Es wäre allerdings natürlich, was wird denn hier gesprochen? Brytonisch sprechen sie. Können wir ihm überhaupt noch eine Sprache lehren? Ja, ich glaube nicht. Unser anderer Sohn hier, das sind Angelsachsen, ne? Ja, braucht er nichts weiter lernen. Na gut. Was es noch zu tun gibt, natürlich auch nicht für unseren Kaiser selbst, ist hier nochmal wieder die Reparatur einiger Artefakte. Hier gibt es diese, ja, mittlerweile schon wirklich alte Brosche. Trägt er die im Moment? Nee, tatsächlich nicht. Die wird nicht getragen. Ist auch nur ein gewöhnliches Artefakt. Unsere Schwester. Sie ist ja mit einem Tarne verheiratet. Könnte man ihr das geben? Unserer Schwester, der Königin von Wales. Aber die beiden haben eigentlich auch ein ganz gutes Verhältnis zueinander. Ja, so eine Brosche, die kann er doch mal an seine Schwester verschenken hier. Liebe Schwesterlein, das sollst du haben. So, die Muschelschale, die meine ich, nutzt er nicht? Hatten wir nicht einen Bruder, der sich auch als religiöser Eifer hervortat? Ich glaube, das ist schon länger her.
Aber auch die trägt unser Kaiser momentan nicht, aber die kann man mal wieder aufpolieren. So, die Brosche der holländischen Kultur. Das wiederum ist meisterlich. Hier bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er die nicht vielleicht trägt. Brosche von guter Qualität und die der angelsächsischen Kultur. Nee, die trägt er auch nicht. Ja, aber das jetzt hier zu verschenken, nee, da gibt es auch keinen sonderlichen Anlass. Die wird auch repariert und dieses Schachbrett. Ja, ist das ausgestellt? Ich meine nicht. Tut sich einer unserer Brüder hier in der Kriegsführung hervor? Nicht wirklich. Aber die beiden haben auch ein ganz hervorragendes Verhältnis. Ich denke, hier können wir mal das Schachbrett abgeben. So, wir werden zu einem weiteren Festmahl nach Gloucester eingeladen. Die Herzogin Cyneburg von Wise, die hier, da gab es mal einen entsprechenden Hinweis in den Kommentaren, die Schwester unserer Gemahlin ist. Schwanger ist sie, naja, und vielleicht auch auf Geheiß oder Wunsch unserer Gemahlin reisen wir da mal nach Gloucester. Ist ja auch nicht besonders weit. Zararia ist derweil positiv beeinflusst, das ist auch schön. Als ich sehe, wie sich die Augen von Cyneburg bei meinen Worten weiten, ist mir klar, was ich da gerade über Onneka gesagt habe. Ich schiebe mühsam meinen Krug von mir. Ich hatte zu viel zu trinken. Mühsam versuche ich mich aufzurichten. Glaub mir kein Wort. Naja, und wir verraten, dass diese Dame hier ungläubig ist. Naja, ich glaube, das ist für unseren Kaiser eher uninteressant. So, hier ist ein Krieg verloren, irgendwo im fernen Osten. Und ein Befehlshaber wurde verbessert. Vogt Æthelwulf kommt ins Gespräch mit unserem Kaiser. Ja, fragt mich nach meiner Meinung zum Thema Militärstrategien, das ihm selbst auch sehr am Herzen liegt. Er ist der Ratsspitzel von Cyneburg. Ja, Militärstrategien, ja. Soll er uns doch was von ihm erzählen? Also, so sonderlich interessiert sich unser Kaiser dafür. Militärstrategien nicht, ihn hier aber auch abzuwimmeln. Das ist auch nicht nötig. Redet ruhig. Naja, und dann geht dieses Festmahl doch tatsächlich eher ereignislos zu Ende und wir verabschieden uns von unserer Schwägerin, die hier jetzt offensichtlich gerade während dieses Festmahls hier am 20. Mai entbunden hat. Ihre Tochter Mildrith ist zur Welt gekommen. Wow, sie ist schlau und eine Wohlgestalt. Nun dann reisen wir zurück nach Winchester. So, jetzt ein wahrscheinlich eher unbedeutendes Druckmittel jetzt verfallen. Hof halten kann unser Kaiser und ein bescheidenes Festmahl geben. Ja, bei Gelegenheit vielleicht mal wieder. So, Herzog Rohl von Raoul heißt er, von Isbiliar greift den Herzog von Granada an. Um diesen Zipfel geht es jetzt hier. Wenn er gewinnt, bekommt er den umkämpften Titel. Aber das ist alles innerhalb des Königreiches Andalusien. Das ist eigentlich auch eher uninteressant. So, hier sitzt ein Gast mit einem Anspruch. Ja, möge sie willkommen sein an unserem Hofe. Mehr wird unser Kaiser daraus nicht machen.
In unserem letzten Brief brachte mein Vasall Herzog Zacharia das Bedürfnis zur Sprache, dass wir uns doch mehr auf seine Ambitionen und Interessen konzentrieren könnten. Ja, ja, welche Ambition denn hier? Unabhängig sein zu wollen, oder was? Natürlich könnte ich dafür sorgen, dass die nächsten Briefe sich mehr um ein Thema drehen, das ihm am Herzen liegt. Diplomatische Angelegenheiten. Kriegsgeschick ist wohl eher sein Thema, wobei er ist da ganz klar ein Theoretiker, wenn wir uns das anschauen. Kriegsführungswert ausgezeichnet, aber persönliches Kampfgeschick, da ist er tatsächlich ein Trunkenbold, kleinwüchsig und auch noch klumpfüßig. Das Einzige, dass er hier keine Minuspunkte hat, ist, dass er noch ein gutes Schwert besitzt. Nun ja. Aber werden wir, naja, auch das wird unser Kaiser nicht persönlich machen, aber hier unseren Freund Barnim auftragen, dass er jetzt demnächst mal Briefe verfassen soll, wo es um das Thema Kriegsgeschick geht. Und seine Antwort unterstützt mein Vasall Zacharia, meinen kurzen Abstecher in persönliche Themen. Jetzt muss ich nur noch vorgeben, etwas über Kriegskunst zu wissen. Nun ja. Und unser Kaiser ist aber wieder fettleibig geworden. Seine Gesundheit ist schlecht. Ein Trunkenbold, fettleibig und ein Flagellant. Und die Fraktion hier hat sich aufgelöst. Hier wird ein Krieg erklärt, Herzog Dobrogost von Ekvafylki. Es geht um die Grafschaft von Tschernigow. Ist da jemand unabhängig geworden? Und wo kämpft er denn? Hier. Ah. Naja, stimmt. Hier gibt es auch noch Ländereien, die zu Ekvafylki gehören. Ja, da könnte er gute Chancen haben. Hatten hier noch einen recht starken Verbündeten. Während diese junge Großfürstin hier ganz alleine steht. Nein, ja. Und diese Fraktion hier hat sich dann allerdings jetzt auch aufgelöst, hier diese Unabhängigkeitsfraktion. Und damit braucht sich unser Kaiser auch hier nicht mehr bemühen, kann das hier auch aufgeben. Hat aber mal wieder die Möglichkeit, mit seiner diplomatischen Reichweite offensichtlich hier jemanden zu vasalisieren. Und zwar den Herzog von Poyanmaar. Wo sitzt denn er? Doch das ist ein relativ großes Gebiet, wie es aussieht. Hier eingeklemmt zwischen dem mächtigen Aquitanien und unserem heiligen Sachsenreich. Und er scheint hier Sorge zu haben. Ja, das Ganze ist jetzt relativ weit weg. Sehr fremd. Aber am Ende des Tages gibt es hier... Das Ganze ist relativ knapp, aber für unseren Kaiser kein Grund, weshalb er sein Reich auf diese Weise, wo er doch so wenig dafür tun muss, nicht auszuweiten. Also werden wir das Ganze hier anbieten. Und damit nimmt er das an. Die Frage ist, wie lange er noch leben wird. Oh, aber er ist zwar unterernährt und gebrechlich, aber hat hier einige Dinge, die seiner Gesundheit zuträglich sind. Sein Erbe, dieser auch nicht mehr allzu junge Mann, muss vielleicht dann doch noch einige Zeit auf seine Erbschaft warten. Aha, und es meldet sich unser bester Freund Barnim. Euer Sohn Onlaf zeigt seit neuestem ein gesteigertes Interesse an meiner Arbeit als Ratskanzler. Wenn ihr so großzügig wärt, es mir zu erlauben, etwas Zeit mit dem Nachwuchs zu verbringen, würde er gewiss einiges lernen, was Politik, Etikette und Diplomatie angeht. Erst werden wir sehen, ob ihr die Wahrheit sprecht. Ja, ich meine, er ist da unser bester Freund, er wird der Mentor von Onlaf. Und ja, da gibt's keinen Grund für unseren Kaiser hier an seiner Rechtschaffenheit zu zweifeln oder dergleichen. Das werden wir tun. Damit hat er ein Druckmittel erhalten, aber nun gut. Gibt es hier vielleicht mittlerweile die Möglichkeit,
Ein Titel. Es können nur Titel übernommen werden. Das sind aber alles Titel, die wir nicht übernommen, über nicht übernehmen werden. Was gibt hier das Königreich Finnland? Zwei Grafschaften müsste es noch geben, um diesen Königstitel gründen zu können. Hier ist das Ganze jetzt schon zusammengewachsen. Dieser junge Mann müsste interessiert sein, allerdings hat er hier mit seinem ukonoskoischen Glauben, wird er dem nicht zustimmen und unser Kaiser wird auch hier kein Interesse haben. Aber es wäre doch unter Umständen ein interessantes Ziel für einen unserer Herzöge. Er ist immerhin fleißig, naja, großzügig, geduldig. Nun gut, wir werden sehen, unser Kaiser wie so oft wird dahingehend selber nicht aktiv werden. So, die Gräfin von Vermandois ist jetzt hier angekommen bei Hofe, bringt Geschenke mit, möchte unserem Kaiser huldigen. Das soll sie tun. Und es gibt aber etwas bei Hofe zu erledigen. Unsere Hoftutorin und Onlaf. Was hat sie hier auszusetzen? Von meinem Thron höre ich, wie mein Sohn und Erbe Onlef heftig streitet und ich höre Kampfgeräusche. Ich springe sofort aus, rase den Gang hinunter und halte inne, als ich sehe, wie mein Höfling Duus mit einer Hand das arme Balg zu bändigen versucht und mit der anderen ein Buch umklammert hält. Ich habe kaum Zeit, nach einer Erklärung zu verlangen, als beide schon mit einer herausplatzen. Onlef weigert sich, dass. Ja, Onlaf weigert sich, dass ich ihm dieses Meisterwerk zum Thema Ränkespiel vorlese. Ah, ich habe dieses öde Buch schon tausendmal gehört, beklagt sich Onlaf. Es ist so langweilig. Wir können ihm sagen, er soll darauf vertrauen, dass sie es am besten weiß. Vielleicht könnte das Kind etwas anderes lernen. Sieht's denn aus? Ja. Großer Ränkespieler ist jetzt unser Sohn hier tatsächlich nicht. Aber ich denke, wir werden uns da auf die Seite unseres Sohnes schlagen. Vielleicht könnte er doch etwas anderes lernen. Soll er zu Barnim gehen, der ihn in der politischen Etikette ja unterrichten wollte? Naja, das scheint er offensichtlich hier direkt getan zu haben. Mein Sohn zieht bereits Gewinn aus dem Unterricht von Paranim. Onlaf hat viel mehr gelernt, als ich mir je erhofft hätte und nimmt einige seiner zukünftigen Verpflichtungen wesentlich ernster als zuvor. Na wunderbar, das sind doch gute Nachrichten. Sein Diplomatiewert ist um 2 Punkte gestiegen. Sehr, sehr schön. Naja, der Kaiser wusste doch, dass er sich auf seinen besten Freund da verlassen kennen. Eine weitere Fraktion hat sich aufgelöst. Hofhalten, naja. Vielleicht zu gegebener Zeit. Hier können wir jemanden einkerkern. Isha, die hier bei uns am Hofe ist, weil unzüchtig ist sie. Unsere Hofärztin, Hofantiquarin. Nein, das wird unser Kaiser aber nicht tun. Und hier braucht jemand eine Ausbildung. Unsere Tochter Edgifu, sie ist jetzt auch 6 Jahre alt. Da kann ihre Mutter sich aber um sie kümmern. Den Vorschlag werden wir hier abschicken. Ist sie die älteste Tochter? Ja. Dann folgt hier noch ein Sohn. Wir werden den Vorschlag hier dann abschicken. Eine neue Nebenlinie. Madoc, unser Neffe König Erdulf, der König von Navarra. Und was haben wir hier noch? Asu Es Or Xatar.
Auf meinem Weg durch Balancia. Wo ist denn das bitte? Aha. Warum reist unser Kaiser denn da entlang? Nun gut. Er bietet mir eine Bäuerin einen Krug mit kühler Milch an, die süßer schmeckt als alles, was ich je gekostet habe. Was ist das für ein wunderbares Getränk, das ihr mir da angeboten habt? Frage ich, worauf sie antwortet. Milch aus einer Erdmandel. Es gibt niemanden, der der Verlockung dieses Trunkes an einem heißen Sommertag widerstehen könnte. Kein Kind, das nicht lächeln würde, wenn man ihm einen Becher davon reicht. Und keine Bewohner Valencias, der nicht darauf versessen wäre. Dieses Getränk ist keine Milch, es ist Gold. Finanziert weitere Erdmandelplantagen auf den Feldern. Da können wir hier die Landwirtschaft finanzieren. Gebt mir eure sämtlichen Fässer, das wird der Höhepunkt meines nächsten Festmahls. Einige gewinnen hier Meinung wegen dieses köstlichen Happens. Oder ich werde der Verlockung dieses Getränkes nicht erliegen. Hinfort mit euch. Ja. Unser Kaiser ist maßvoll. Aber ja, so manche süße Getränke, vielleicht auch so mancher Becher Met ist schon sein Rachen hinuntergelaufen. Sämtliche Fässer wird er hier, da er maßvoll ist, nicht mitnehmen, aber er wird sicherlich einen Schluck nehmen und dann hier diese Felder auch finanzieren. Das ist weit entfernt, also wenn es hier so gut für diese Grafschaft ist, dann kann er das tun, aber hat für ihn ansonsten auch jetzt weniger Belang. Sehr schön. Hier unsere Partnerin unterstützt die diplomatischen Studien unseres Kaisers. Sehr, sehr schön. Muss er selber weniger machen. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Vielleicht wird unser Kaiser dann demnächst sich auch nochmal aufraffen, Hof zu halten. Und wir werden sehen, was dann passiert. 51 ist er mittlerweile, naja, bei schlechter Gesundheit. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Das aber auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, bis dahin, macht es gut. Euer Henri.